Genau, da vorne sehe ich auch schon ein Boot. Puh, gut, dass wir den Speed-Modus haben. Denn dann sind wir wirklich ziemlich schnell, Freunde. Das kann auch immer wieder vom Vorteil sein. So, rein da! Ins Boot. Und auf geht's. Wohoho. What the fuck? Nein, 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 nein. Jawohl. Jawohl, das geht noch. Das geht noch. Okay, das geht noch. Ich hatte mein Boot ja überschlagen, deshalb konnte ich noch sicher gehen, dass mein Boot nicht explodieren wird. What the fuck? What the fuck? Du heiliger Pimbam. Geht ja gar nicht. Nein. Wir können das Boot nicht mehr benutzen. Verdammt. Nein. Raketenwerfer for the win. Aber wo bist du? Kann ich kaum sehen. Wegen den Bäumen. Nein. What the fuck? Nein. Boah, das ist echt hartnäckig, muss ich sagen. Schnell, 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 weg von hier. Weg von hier. Schnell. Ich muss den irgendwie erledigen können. Aber wie denn? Warte mal. Warte mal, wir haben ein Fahrzeug, glaube ich. Nein, 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 haben wir keinen. Verdammt. Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Erledigt. Ich hau lieber ab von hier. Ich hau lieber ab. Alter, wie kann der mich denn sehen? Wo bist du? Ah ne, das war ja der Mond. Der Mond. Das ist echt. Man, fickt euch. Fickt euch. Nein. Verdammt, ey. Da muss ich immer so durchrushen, damit ich da vorbeikommen kann. Raus, 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 raus. Schnell, 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 schnell. Ich muss mich beeilen hier.
Komm schnell! Verdammte Hacke! Ach du heiliger Bimbam! Scheiße, das ist echt nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Ich hab keine Muni mehr. Boah, der nervt wirklich, ne, der Heli, der... Runter! Ey, wie kann der mich treffen? Okay, tut mir leid, aber... Nee. Komm schon, der raucht. Komm schon! Komm schon! Komm, renn, 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 renn! Verdammt, Alter! Jawoll. Aber wer schießt denn da noch auf mich? Alter. Ihr seid solche Wichser, wisst ihr das? Bitteschön. Nichts passiert. Naja, Hauptsache haben wir ja den Heli da erledigt. Boah, der war echt hartnäckig, muss ich sagen. Boah, ja. Boah, ihr... Ne? Wisst ihr schon. Beleidigung lasse ich jetzt mal. Kommt nicht gut an. So, auf jeden Fall haben wir es geschafft und ich speichere lieber ab. Boah. Das war echt nicht leicht. Maximale Stärke. Bitteschön, den nehmen wir mal mit. Nach oben. So. Früher dachte ich ja, dass diese roten, rot leuchtenden, wie soll ich sagen? Ich glaube, Zündkerzen, oder? Nee, 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 keine Zündkerze. Quatsch. Maximale Panzerung. Feuerstäbchen, glaube ich. Keine Ahnung. Mir fällt das gerade nicht ein. Ich dachte ja, dass sie immer so anzünden, also explodieren können. Früher dachte ich das mal. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Munition lag da noch. Sehr schön. Scharfschützenmunition haben wir. Boah, hier liegt eine Menge Munition. Aber alle voll, ey. Alle voll. Warum können wir nicht unendlich Munition nehmen, ey? Das war doch richtig... Das wäre richtig nice gewesen. Vor allem brauchen wir noch Pistolenmunition. So. Nachspeichern und jetzt geht's los. Maximale Stärke, maximale Panzerung.
Unsere Farbe ändert sich dadurch natürlich auch. What the fuck? Boah, das habe ich gar nicht gesehen. Maximales Tempo. Du Scheiße. Boah, da haben wir wirklich einen Crash durchgeführt. Alter, überfährt er mich einfach mal eiskalt. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. So, jetzt speichern wir lieber ab, ey, hier. Alter, wie die kommen, ey, wie die kommen. Das ist echt nicht mal normal, ey. Boah, ich bin auch oft hängen geblieben. Ich muss da unbedingt was unternehmen. Unbedingt. Denn das kann ja doch nicht sein, dass der eiskalt einfach mal so Rambo-mäßig einen Fahrzeug zerstört. Ich meine, was ist los? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Beziehungsweise die haben es geschafft. Maximale Panzerung. Comet, die Geisel ist in Sicherheit und ihr Freund ist auf dem Rückweg. Irgendwas Neues vom Rest des Forschungsteams? General Kyong hält sie in der Mine fest. Ja klar, in der Gegend wimmelt es von KVA-Truppen. Egal, was sie da oben verstecken. Sie wollen nicht, dass wir es sehen. Energiekritisch. Boah, ist das aber ein langer Weg. Okay, da vorne sehe ich schon einen Soldaten. Maximale Panzerung. Nomad, da kommt ein KVA-Konvoi auf sie zu. Oh oh, Konvoi sogar, what the fuck? Da bin ich erledigt. Konvoi? Das nennt sich doch gar nicht Konvoi hier. Zack, eine Granate. Auch wenn das wenig gebracht hat irgendwie. Nein. So. Boah, den hab ich jetzt so schnell erledigt, irgendwie. Weil halt Baum, ne? Wir können aber leider nur einen Raketenwerfer nehmen. Speichern wir ab lieber, bevor wir wieder sterben, ne? Könnte ja alles Mögliche passieren. Hey, ich sehe da, glaube ich, einen Friedhof, oder? Ein Friedhof. Das sieht ja verlassen aus und ich werde schon wieder vom Heli verfolgt. Oder es ist einer von unseren Truppen, könnte auch sein. Boah,
Oh, Friedhof. Okay, wir sind da, liebe Freunde. Aber da kommt er schon wieder. Oh nein. Aber ich glaube, der tut mir nichts, oder? Glaube ich. Ich hoffe es bloß, ey. Ich hoffe es. So, abgespeichert. Nomad, hier Walsche 2-6, nähere mit der Landezone. Bereit machen für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Nomad. Verstanden, Walsche. LOL. Die haben auch Nanosuits? What the fuck? Das sieht nicht einfach aus für uns. Egal, wir schaffen das schon, wir schaffen das. Wir schaffen das schon, wir schaffen das schon. Wir haben auch einen Nanosuit, also. Der ist tot. Okay, der ist tot. Viel überleben sie auch nicht, okay. Strickland, hören Sie mich? Ich glaube, diese Typen haben Nanosuits. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es Sie beruhigt, Sie sehen wie billige Kopien aus. Ja, eindeutig. So, irgendwie... Nanosuits wurde mit den Soldaten-Skin irgendwie ein bisschen vermischt, sag ich mal. Aber unsere sieht natürlich besser aus. Personenmunition haben wir genügend. Okay. Ja, kleine Rauchgranate, hä? Was du kannst, kann ich schon lange. Wo seid ihr? Oh oh. What the fuck? Ja, das kann ich irgendwie auch nicht glauben. Strickland, also ich schieß... Ich glaube, diese Typen haben Nanosuits. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es sie beruhigt, sie sehen wie billige Kopien aus. Okay, da sind sie, da sind sie. Tarnfeld aktiviert. Anschleichen, wir sollen uns natürlich anschleichen. Maximale Panzerung. Wow. Boah. Die haben mich alle erledigt. Strickland, hören Sie mich? Ich glaube, diese Typen haben Nanosuits. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es sie beruhigt, sie sehen wie billige Kopien aus. Komm, zeigt euch. Ich speichere mir lieber ab, weil wir wollen den Dialog nicht zu hören. Ich arbeite dran. So. Die werden erledigt. Speichere ich erstmal ab. Speichere ich erstmal ab. Hier ist Nomad. Jetzt müsste die Luft rein sein. Verstanden, Nomad. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme jetzt runter. Behinderten Arschgesichter, ey. Oh, das wollte ich nicht sagen. Tut mir leid. Boah, die hatten aber auch wirklich viel Präzisionsgewehrmunition. Aufklärer sind unterwegs. Wir sammeln unsere Truppen vor der Küste. Sobald sie zu unseren Jungs gestoßen sind, geht's los. Ich hoffe, sie sind bereit für einen Krieg. Roger. Nur mal aus Fun. Na, kann ich gar nicht, okay. Kann ich rein? Kann ich rein? Okay. Wir kommen an Bord, Sir. Alles okay, Nomad? Aus deinem Namen ja alle Ehre. Schon vom Schafwert gehört? Der Mistkerl wird mir fehlen.
Was hältst du von der Sache? Wie es aussieht, war Jester doch nicht verrückt. Kann man so sagen.